In diesem Video geht es um Wurzeln. Zunächst mal allgemein, was sind überhaupt Wurzeln? Also wenn wir eine Zahl haben, a hoch n soll b sein, dann gilt, dass die nte Wurzel aus b wiederum a ist. Wobei, hier müssen wir aufpassen, also wenn wir jetzt zum Beispiel hätten a Quadrat gleich b, dann ist die zweite Wurzel aus b nicht unbedingt a, sondern plus minus a. Das gibt dann nämlich, dass er zwei Lösungen. Denn wenn wir hoch 2 machen, dann wird das ja immer positiv. Das heißt zum Beispiel, wenn b 1 ist und n 2, also b soll jetzt 1 sein und n 2. Und jetzt ist die Frage, was war denn unser a? Also a wäre ja jetzt die Wurzel aus 1. Also wäre eben 1, aber Vorsicht, genauso gut könnte a auch in dem Fall minus 1 gewesen sein. Denn minus 1 im Quadrat, minus mal minus gibt plus, dann würde auch 1 rauskommen. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil prinzipiell a hoch n gleich b, dann ist die nte Wurzel aus b gleich a. Da machen wir aber gleich noch ein paar Beispiele dazu. So, fangen wir jetzt mal bei der zweiten Wurzel an. Das ist die, die euch wahrscheinlich am bekanntesten ist, wo man eben auch die 2 oft dann weglässt, sondern nur eine Wurzel hinschreibt. Wenn ihr zum Beispiel habt, 4 mal 4, oder könnt ihr auch schreiben als 4 im Quadrat, das gibt 16. Und dann habt ihr die Wurzel aus 16, das ist also einfach die Zahl, die ihr quadrieren müsst, damit 16 rauskommt, und das wäre eben die 4. Und auch eine Lösung in dem Fall wäre, wenn ihr das wieder hier so als Aufgabe hättet, also a Quadrat gleich 16 in dem Fall, dass eben minus die Wurzel aus 16 eine Lösung wäre, nämlich minus 4. Also da immer aufpassen bei diesen quadratischen Aufgaben, dass die dann zwei Lösungen haben. Dazu aber später mehr. So, das Ganze können wir auch grafisch darstellen. Also ich zeige jetzt mal. Hier so ein Quadrat soll das sein. Und zwar hat das hier die Seitenlänge 1. Und das hier hat auch die Seitenlänge 1. Und was ich jetzt wissen möchte, wie lang ist in dem Fall die Diagonale? Da kommen nämlich auch Wurzeln zum Einsatz. Und wenn ihr euch sowas fragt, dann könnt ihr den Satz des Pythagoras verwenden. Dann ist nämlich das hier wäre die Seite c und dann wäre c die Wurzel aus 1 im Quadrat plus 1 im Quadrat, also die Wurzel aus 2. Wenn ihr das mit dem Satz des Pythagoras aber noch nicht hattet, dann ist es auch nicht weiter schlimm, dann braucht ihr das jetzt auch noch nicht verstanden haben. Auf jeden Fall, in dem Fall kommen eben auch Wurzeln vor, wenn ihr oft so Diagonalen in irgendwelchen Quadraten oder sowas habt. So, was können wir jetzt mit diesen Wurzeln machen? Mit einer Wurzel können wir rechnen. Und zwar können wir zum Beispiel, fangen wir mal mit Addieren an. Wenn wir Wurzel aus 2 haben, plus Wurzel aus 2, dann ist das hier einfach 2 mal die Wurzel aus 2. Weil wenn ihr zum Beispiel a plus a habt, ist das ja einfach 2 mal a. Funktioniert jetzt hier ganz gut, weil das zwei gleiche sind, aber Vorsicht, was ihr nicht machen dürft, zum Beispiel Wurzel aus 3 plus Wurzel aus 2, ist nicht das gleiche, wie wenn ihr Wurzel aus 3 plus 2 habt. Machen wir vielleicht ein Beispiel, wo man es besser sieht, weil ihr die Zahlen direkt ausrechnen könnt. Also wenn ihr habt Wurzel aus 9 plus Wurzel aus 16, dann wäre das ja eben 3 plus 4, also 7. Wenn ihr aber habt Wurzel aus 9 plus 16, also wenn die jetzt zusammen hier drunter stehen, dann ist das ja die Wurzel aus 25 und Wurzel aus 25 gibt aber 5. Das heißt, solange hier ein Plus steht, könnt ihr das nicht einfach zusammenfassen. Das sind zwei verschiedene Sachen. Wie kam ich darauf, dass das hier 3 und 4 sind? Wurzel aus 9, da überlege ich mir, welche Zahl muss ich quadrieren oder mit sich selbst multiplizieren, dass eben 9 rauskommt, ist in dem Fall die 3. Wurzel aus 16, ich muss eben die 4 quadrieren, dann erhalte ich 16. Also ist die Wurzel aus 16 die 4. Hier Wurzel aus 25, 5 mal 5 gibt eben 25, also ist die Wurzel aus 25 gleich 5. So, bei Minus genau das gleiche. Also wenn ich jetzt Wurzel aus 9 minus Wurzel aus 16 mache, dann kommt da eben raus, Wurzel 9 ist ja wieder 3, Wurzel 16 4, also 3 minus 4 gibt minus 1. Und die Wurzel aus
9 minus 16, das wäre ja die Wurzel aus minus 7. Und Vorsicht, da gibt es jetzt einen Widerspruch. Ihr könnt nämlich noch keine Wurzeln von negativen Zahlen bilden. Also irgendwelche quadratischen Gleichungen, wenn da steht x² gleich minus 5 zum Beispiel, das könnt ihr nicht lösen. Das könnt ihr später in der Uni, wenn ihr dann mal komplexe Zahlen habt, aber das, was ihr in der Schule kennt, es gibt einfach keine Wurzeln von negativen Zahlen. Sobald in der Wurzel irgendwas Negatives steht, geht es nicht. Könnt ihr das nicht lösen, diese Aufgabe. Das heißt, hier hatten wir sowohl eine Lösung raus, minus 1, aber hier eben nicht. Das geht nicht. Ist also auch nicht das Gleiche. Schauen wir mal, wie ist es denn, wenn wir mal und geteilt rechnen? Also Wurzel aus 9 mal Wurzel aus 16 ist gleich 3 mal 4. Und 3 mal 4 gibt 12. So, Wurzel aus 9 mal 16 und eine Wurzel. So, dann haben wir, das sind 90 plus 54 gibt 144, ist also Wurzel aus 144. Und das gibt auch 12. Hier kommt das Gleiche raus. Und das ist jetzt kein Zufall, sondern beim Malrechnen funktioniert das eben immer, dass ihr die beiden Wurzeln auch einfach dann da die Zahlen zusammenschreiben könnt unter eine große Wurzel. Andersrum natürlich auch, wenn das so dasteht. Und für euch ist das Geschickte, das auseinanderzuziehen. Als zwei einzelne Wurzeln dürft ihr es auseinanderziehen. Und rechnen wir noch geteilt. Ich schreibe es mal so als Bruch. Wurzel aus 9 durch Wurzel aus 16 ist eben 3 Viertel. Und Wurzel aus 9 durch 16 ist, da muss ich jetzt gerade schauen. Ja, da kommt eben auch 3 Viertel raus. Also wenn ihr jetzt das ausrechnen wolltet, was dann 9 Sechzehntel sind und dass das dann 3 Viertel gibt, da könntet ihr entweder das mit dem Taschenrechner nachrechnen oder wenn ihr eben mal schaut, 3 Viertel mal 3 Viertel. Da rechnet ihr einfach Zähler mal Zähler, gibt 9, Nenner mal Nenner, gibt 16, also 9 Sechzehntel, also ist die Wurzel aus 9 Sechzehntel 3 Viertel. So. Funktioniert also bei Mal und Geteilt das zusammenzufassen und bei Plus und Minus eben nicht. Warum ist das manchmal ganz hilfreich? Machen wir mal eine Aufgabe, die euch vielleicht was bringt. Wenn ihr zum Beispiel sowas habt wie die Wurzel aus, machen wir mal aus 75, dann könnt ihr nicht wirklich was damit anfangen. Also ihr wisst nicht genau, okay, was ist die Wurzel aus 75? Wisst ihr nicht. Und dann, wenn wir jetzt so eine Rechnung haben wie Wurzel aus 75 minus, sagen wir mal 25 mal die Wurzel aus 3 und ihr sollt das ausrechnen, dann könnt ihr da wahrscheinlich erstmal überhaupt nichts damit anfangen. Entschuldigung, ich meinte minus 5 mal die Wurzel aus 3. So, jetzt können wir das aber vielleicht einfacher machen, indem wir das umschreiben, denn 75 können wir ja umschreiben, das gibt 3 mal 25. Das darf ich einfach so umschreiben. Minus 5 mal die Wurzel aus 3. So, jetzt wissen wir, hier dürfen wir auch einzeln die Wurzeln ziehen. Das, weil das ja mal ist, das heißt, das ist das gleiche Wurzel 3 mal Wurzel aus 25 minus 5 mal die Wurzel aus 3. So, Wurzel 25 kann ich auch ausrechnen, das gibt eben 5, das heißt, das ist also 5 mal die Wurzel 3 minus 5 mal die Wurzel 3 und das gibt 0. Also wie ihr seht, bei sowas ist das dann ganz praktisch, wenn man diese Umformung hier kennt. So. Es gibt dann auch noch andere Wurzeln, also es gibt jetzt nicht nur diese Quadratwurzel. Da möchte ich allerdings ein extra Video dazu machen, da viele eben am Anfang nur mit dieser Quadratwurzel, also hoch 2 und dann eben die zweite Wurzel aus irgendwas anfangen. Und dass ihr das eben zuerst mal beherrscht.